diesem Tutorial möchte ich zeigen, wie man mit Kiwi einen Taschenrechner programmieren kann. Fangen wir damit an, dass wir als erstes ein Repository im Internet anlegen, wo wir unsere Daten ablegen. Ich habe also einen Account im Internet, MicroLE 2, und wenn ich mich dort anmelde, habe ich hier meine ganzen Projekte liegen und ich erzeuge ein neues Projekt, indem ich dann hier einfach im Reiter Repositories auf New gehe, und das Projekt heißt kiwi-calculator-tutorial, ein Tutorial zum Programmieren eines Taschenrechners. Und was brauche ich noch? Ich möchte einen README-File drin haben, ein Gitignore möchte ich haben, und zwar eins, was Python unterstützt. Das heißt, das sorgt dafür, dass nicht alle Dateien ins Repository hochgeladen werden. Und ich nehme jetzt einfach mal die MIT-Lizenz dazu und dann erzeuge ich das. Zack. Damit ist dieses Git schon mal angelegt. Und jetzt wäre die nächste Geschichte, ich möchte das dann gern weiter bearbeiten. Und dazu gibt es jetzt hier einen Link, den kopiere ich in mein Clipboard. Dann gehe ich in meinen Arbeitsbereich rein, wo ich Kiwi-Entwicklung mache, öffne dort ein Terminal. Und gebe jetzt ein Git Clone, damit erzeuge ich eine lokale Kopie von diesem Git und füge das, was ich mir im Internet jetzt kopiert habe, einfach hier ein. Und dann dauert es einen kleinen Moment und dann sind die Daten da, und jetzt sehen wir also, wir haben ein Kiwi-Calculator-Tutorial, das ist hier, das ist dieser Ordner. Wenn wir dort reingehen, sind jetzt genau diese beiden Dateien drin. Und was mache ich als nächstes? Ich würde jetzt hier hingehen und würde hier so ein neues Dokument, leeres Dokument, und dieses Dokument nenne ich main.py. Das ist mein Hauptprogramm. Öffne dieses mit dem Editor. Da steht jetzt erstmal noch gar nichts drin. Und dann sauche ich einfach hier vom Kiwi ab. Import ab. Also ich möchte eine Anwendung vom Kiwi importieren. Und was soll diese Anwendung machen? Die Anwendung wird erzeugt. Meine Anwendung ist gleich das. Print meine Anwendung. Ich gebe die mal aus und dann eine Anwendung ran. So, das ist schon alles, das speichere ich. Das ist also mein Programm. Dann als nächstes öffne ich hier wieder ein Terminal. Und starte jetzt einfach diese Anwendung, Python main.py. So, jetzt sehe ich ein leeres Fenster und hier ein Logbuch, dass er was gemacht hat. Also eine Anwendung, in die man nichts reinprogrammiert hat, kann natürlich noch nicht viel, aber sie startet zumindest, und ich kann sie dann auch wieder zumachen und dann kommt das normale Promptzeichen. So, was mache ich jetzt? Jetzt Git Status. Ich lasse mir anzeigen, was ist der Stand. Es gibt also jetzt zwei Dateien, nämlich einmal die main.py und dann eine, die hier hinten mit so einer Tilde versehen ist. Die haben sich geändert und das Git würde die am liebsten jetzt beide nehmen. Das möchte ich aber dann auch nicht haben. Das heißt, ich würde jetzt die gitignore-Datei nochmal öffnen. So,
Und die sieht jetzt so aus, da steht eine ganze Menge Zeug drin. Und ganz am Ende der Datei suche ich sozusagen meine Regeln. Und ich suche eben, er soll alle Dateien, die mit so einer Tilde hinten dran sind, nicht hochladen. Und er soll auch, das ist auch so eine Regel von mir, alle Dateien, mit die mit einem Unterstrich anfangen, nicht hochladen. Da kann ich also irgendwelche Hilfsdaten auch immer abspeichern. So, habe ich das gespeichert. Jetzt gehe ich nochmal hin und sage nochmal, Git Status, und jetzt hat er also diese Datei geändert, die ist neu dazugefügt worden. Und jetzt suche ich git add main.py, die gehört jetzt zum Projekt dazu. Git commit minus a minus m, also ich möchte eine Mitteilung, und das ist initiale so, damit sind diese beiden Dateien jetzt vorbereitet zum Hochladen, und jetzt kann ich die mit git push nach oben schieben. Die Dateien sind im Repository oben, und wir schauen uns das nochmal im Repository an. Das aktualisiere ich jetzt hier mal. Und da sehen wir haben jetzt zwei Commits, nämlich den initialen und jetzt den neuen. Und bei dem neuen kann ich dann einfach hier drauf gehen und dann sehe ich, was ist passiert. Hier sind die beiden Regeln eingeführt worden. Hier unten ist eine völlig neue Datei hinzugekommen. Und das war schon mal